So große Klappe von diesem WB, von mir ganz genau. Ich habe eben, das war ein paar Minuten lag das zurück, da hatten wir Renaissance-Mauern erforscht. Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, was ist denn das? Die baue ich nie, komplett überflüssig. Was soll das? Angedeutet, in Klammern nicht laut gesagt, aber angedeutet, wozu ist überhaupt im Spiel, was für ein Scheiß von den Entwicklern sowas einzuführen, braucht man nicht. Komplett überflüssig. Was passiert jetzt? Unser Ansturm, der Ansturm unserer ungarischen Truppen, dieser riesigen Übermacht, die wir aufgebaut haben, auf das kleine Deutsche Reich, die fast nichts mehr an Verteidigungskräften haben, zerschellt an den Renaissance-Mauern ihrer Städte. Das ist so lehrreich und so spannend, das war mir gar nicht klar gewesen, obwohl ich ja so viel Civ schon gespielt habe, dass man in so einer Situation, genau in dieser Phase der Geschichte, die man hier nachspielt oder erlebt, dass man so eine starke Defensivposition aufbauen kann mit Renaissance-Mauern, denn der Feind kommt hier nicht rein. Hängt natürlich auch mit dem Schwierigkeitsgrad zusammen. Denn wir spielen auf Gotthard, bei Gotthard haben wir massive Mali im Kampf. Wenn wir jetzt normal spielen würden, ne, und dann würde die Sache wahrscheinlich einfacher aussehen, aber so kommen wir nicht rein. Die Renaissance-Mauern blocken alle Versuche, mit Belagerungstürmern uns reinzutricksen ab und die Bombarden schaffen es nicht. Einzige Chance ist, und die nutzen wir jetzt auch, dass wir im Moment innehalten, dass wir uns konzentrieren auf die wenigen Ziele, die wir im Augenblick noch haben, ohne Renaissance-Mauern. Das ist konkret hier im Reich der Deutschen 2, das ist hier rechts Cardiff, das ist hier unten Erfurt und vielleicht noch Trier auch nicht mehr, das ist Cardiff. Die Frage ist, können wir uns hier reinmogeln, mal gucken. Das ist aber schwer. Cardiff hat ein Lager davor, wo ich würde den Stadtstaat echt gerne befreien. Aber bis wir hier angekommen sind, die schießen uns zu Klump. Da müssten wir an zwei Lagern vorbei, an zwei Stadtmauern vorbei. Das kriegen wir nicht hin. Natürlich kriegen wir das hin, aber unter welchen Verlusten? Rekrutieren wir dafür so viele Truppen? Bezahlen wir dafür so viel Geld an Stadtstaaten, damit dann die Hälfte oder ein Drittel unserer Truppen hier kaputt geht? Da fehlt mir ein bisschen die Motivation zu. Aber wir können Cardiff auch später befreien. Befreien auf jeden Fall. Das ist ein Stadtstaat. Dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht noch Erfurt holen. Denn hier kommen wir schnell rein. Die Stadt hat keine Stadtmauer. Das schaffen wir. Dann müssen wir nur mit diesem Belagerungsturm reinziehen. Cardiff oder Erfurt? Oder gar nicht. Die Deutschen erklären uns nächste Runde, sind die bereit zu Friedensverhandlungen. Wie wichtig ist Cardiff für uns? Dass wir das jetzt holen. Also Erfurt ist eigentlich gar nicht wichtig. Wir haben ja Köln, Berlin, Augsburg, Dortmund. Warum müssten wir die jetzt unbedingt noch holen? Eigentlich gar nicht. Mir fällt kein zwingender Grund ein, außer verletztem Stolz, gekränkter Eitelkeit, irgendwie dem Wunsch, noch irgendwas zu demonstrieren, Stärke zu demonstrieren, irgendwas in der Art. Irgendwie so Emotionen, aber kein Kalkül. Aus Kalkül fällt mir kein zwingender Grund ein. Natürlich wird das cool, noch einen Stadtstaat zu haben, pipapo, Einheiten rekrutieren und das weiß ich alles, Gesandte bekommen, wenn man die befreit. Aber ein zwingender Grund, das jetzt zu machen, fällt mir gerade nicht ein. Ja, klar, gerade für Freien Suzerän werden ist cool, aber es ist zwingend, das jetzt zu machen. Und die Einheiten sind mittlerweile alle hier. Matsuman, was meinst du? Ich finde, die Mühe ist sich aktuell nicht wert. Auch der Suzerän-Bonus von Cardiff bringt uns nichts. Der bringt Energie pro Hafen. Das ist dafür ist der Aufwand zu groß für mich. Richtigerweise im Chat erstmal nochmal alles plündern. Wir haben im Augenblick noch die Karte drin, Erträge aus Plündern und Raubzügen bei 50%. Das machen wir jetzt. Und im nächsten Runde sagen wir, dann könnten wir können sogar überlegen, ob wir Bezirke plündern. Denn eigentlich mache ich das normalerweise nicht, weil wir ja die Städte erobern wollen, aber bis wir das hier gemacht haben, dauert es ewig und 3 Tage. Ich denke, wir können sogar plündern. Wir plündern sogar Bezirke. Das hier ist ein Kolossalkopf, der gibt uns sicher Glauben. Ich wette, einen Unterhaltungskomplex zu plündern, das weiß ich nie auswendig. Was sollte logischerweise beim Plündern eigentlich Gold geben? Heilen.
bringt heilen. Unterhaltungskomplexe plündern bringt heilen. Da muss man erstmal drauf kommen. Ein Kulturdistrikt zu. Hier, den können wir. Können hier ein Weltwunder haben, das können wir nicht plündern. Wir können hier mal gucken, ob wir den Theaterplatz hier plündern. Wenn es überhaupt noch geht. Es kann sein, dass die Punkte gar nicht ausreichen. Weil wir haben ja dann nur noch einen Punkt. Theaterplatz plündern bringt Kultur. Ja, das wäre okay. Aber die Frage ist, der hat hier noch 6 Bewegungspunkte. 1, 2, 3. Dann hätte er 3 übrig. Der kann eher plündern. Und das bringt wahrscheinlich Glauben, ne? Wir ziehen mit dem Musketier mal hier hin. Reicht nicht. Man braucht mehr als 1,25 Fortbewegungspunkte zum Plündern. Das heißt, wir ziehen hier wieder eins zurück, damit wir nicht von vielen Städten auf einmal beschossen werden. Und schauen mal, ob wir mit ihm wenigstens hier plündern können noch. Das sollte eigentlich gehen. Aber er wird dann von 2 Seiten beschossen. Die Frage ist, überlebt er das? Wir können doch nicht mehr plündern. Er wird, wenn er hier hinzieht, greift der Musketenpikenier an. Der ist spezialisiert auf den Angriff. Nee, der kommt an ihm nicht vorbei. Er kann hier heilen auf jeden Fall. Ne? Das haben wir. Wir haben jetzt jemand geheilt. Cool, toll. Er kann hier den Steinbruch plündern. Ich glaube, das Plündern von Steinbrüchen bringt Glauben nach meiner Erinnerung. Ja. Aber das kann man ja machen. Dann bekommen wir wenigstens etwas. Damit bekommen wir nämlich. Das ist eine Hilfe gegenüber für den Kauf von großen Persönlichkeiten. 178. Das ist fast eine Runde Glauben. Das plündern wir hier. Das hat sich gelohnt. Das hier ist ein Kolossalkopf. Da können wir auch nochmal plündern. Können wir die Weide eventuell plündern? Plündern von Weide bringt, ich glaube, auch Gold. Oder Nahrung bringt Glauben. Könnten wir hier runter, könnten wir mit ihm plündern wir den Kolossalkopf hier. Mit ihm sollten wir es hinbekommen. Ah, ist natürlich sehr heftig, der Musketenpikenier. Nee, der ist zu schwach. Der macht uns alle. Das können wir uns nicht leisten. Können wir gleich schon wieder abziehen. Ach, wir standen denn auf Gips? Gips können wir plündern. Und futsch damit. Was können wir sonst noch alles plündern hier? Den Kolossalkopf hier können wir plündern. Ja, wenn wir hier hinziehen, das wird, die werden uns alle massakriert. Wir könnten höchstens mit dem einen Musketier hier draufziehen, aber der hat dann zu wenig Bewegungspunkte. Aber der könnte zu Beginn der nächsten Runde plündern. Der wird allerdings auch einmal, zweimal beschossen, aber der sollte als Musketier eigentlich überleben können. Wir ziehen hier drauf. Er kann sogar noch plündern. Okay. Wir plündern sehr viel Glauben, das ist gut. Und dann haben wir... Jetzt muss natürlich der Belagerungsturm wieder weg, sonst wird er uns massakriert. Hier könnten wir noch eine deutsche Einheit töten und Erfahrungspunkte sammeln. Das machen wir auch. Das heißt, einmal feuern von... Wechseln die Plätze. Er kann von hier aus feuern. Und er holt sich hier ein bisschen XP. Sehr schön. Wo können wir sonst noch plündern, gegebenenfalls? Nahrung plündern. Ach, ja. Hätten wir jetzt hier eine verletzte Einheit, könnte ich hier drauf. Das, nee, das war's schon. Hier können wir nur Nahrung plündern, dann Nahrung plündern, da kommen wir nicht drauf.
Die hat mal gesagt, er wird es vielleicht nicht überleben. Ich bin mir nichts nicht sicher. Mehr kann man. Er könnte. Nee, das war's eigentlich. Mehr können wir nicht machen. Das war's. Das ist alles, was wir hier machen können. Mehr sehe ich nicht. Den ziehen wir jetzt, versuchen wir jetzt in Sicherheit zu bringen. Die beiden können auf ihn feuern. Er kann ein Feld wegziehen. Wir ziehen mit ihm hier hinten hin. Außerhalb der Schussreichweite. Ihn ziehen wir so, dass er nur vom Lager beschossen werden kann, nicht aber von der Stadt. Und er muss hier stehen bleiben. Die Einheit, die können wir das Unterhaltungskomplex plündern lassen, just for fun. Das nimm das, Friedrich Barbarossa! Ja. Gibt es noch was auf dem Wasser, was wir plündern können? Ja, aber nur mit Militäreinheiten, nicht mit Transporteinheiten. Hier rüberziehen und gucken, was ist denn das hier? Ein Regierungsplatz. Den zu plündern wird sicher Spaß machen. Und das Ziel, also ich habe jetzt, ne, und das Ziel besteht jetzt darin, dass wir in der naturwissenschaftlichen Forschung möglichst schnell hier hingehen. Zur Luftfahrt. Um den Aufklärungsballon freizuschalten, der unseren Artillerieeinheiten eins mehr Reichweite gibt. Eine Unterstützungseinheit, die auf die draufgesetzt wird und dann über denen schwebt und in einem Geländefeld Umgebung, die halt boostet. Und das kann dann natürlich noch bessere Artillerie sein als die Bombarden, die wir jetzt haben. Wir schalten demnächst Artillerien frei und Raketenartillerien. Aber auch für die Bombarden, das ist schon eine coole Sache, wenn wir die zusammenfassen zu Kurs und dann zu Armeen, zu zwei oder dreier Stacks. Dann kann man mit den Aufklärungsballons eine Menge reißen. Das ist insofern okay. Der Weg dort hinten führt, dauert eine Weile. Aber dann haben wir auch Luftfahrt und wir haben ab hier den Bomber. Der ist noch ein Stückchen weiter und ab dann können wir dann noch mehr bomben. Und wir müssen, damit wir dorthin schnell kommen, jetzt mal quasi zwischendurch eine andere Phase dazwischen schieben, wo wir rein uns darauf konzentrieren, unsere doch noch relativ mickrigen naturwissenschaftlichen Erträge zu boosten. Das heißt, wir schieben jetzt eine Phase rein, wo es etwas weniger um Militär und etwas mehr um zivile Produktion geht. Das ist der Sinn der Sache hier. Der Weg dorthin, seht ihr, der dauert, der ist ganz schön lange bis zur Luftfahrt. Der dauert richtig, richtig lange. Könnte es schneller sein zur Artillerie, dass wir da eher ankämen? Die würde uns ja auch helfen. Ja, aber die hat auch eine 2er Reichweite nur. Und die Artillerie ist hier beim Stahl. Ja, wäre schneller. Hat eine Reichweite von 2 auch nur und eine Bombardierungsstärke von 80. Und die Bombarder eine Bombardierungsstärke von 55. Kann man natürlich machen, aber... Also ich, das wäre die Alternative, klar, das könnte man machen. Dann würden wir auch mehr Produktion durch Sägewerke bekommen. Aber es ist natürlich auch für künftige Sachen, jetzt in Luft reinzugehen und Bomber, wäre natürlich eine coole Geschichte. Beides macht Sinn. Hier oben lang zu gehen, macht allein schon deshalb Sinn, damit man so teure Einheiten auch bauen kann. Dann geht man auf die Kohle und den Ausbau der Industriebetriebe. Der erfolgt hier oben halt, ne? Und man, also ich finde, im Moment würde ich tendieren dazu, wie auch immer, der Weg ist der gleiche erstmal. Denn selbst wenn wir hier unten sagen, wir gehen auf die Artillerie und nicht den Weg oben lang, geht es im Augenblick nicht auf Druck, weil Druck warten wir auf den Boost durch die Fertigstellung der Unis. Massenproduktion machen wir ohnehin jetzt.
So. Ich ziehe mal ein bisschen hin und zurück und sage all die Wahl abwarten, Tee trinken und so weiter. Jetzt ziehen wir mal wieder aus Schussreichweite raus, obwohl der Musketier, der kann auch stehen bleiben, der hält einiges aus. Die schwarze Armee hält nicht ganz so viel aus. Mit der wieder rauszuziehen, wird schon eher Sinn machen. Die sollte in Stadtzwecks heilen. Kürassier, der bleibt auch erstmal hier und warten ab, ob sich hier noch was tut. Und jetzt geht es darum, dass wir mit den Handwerkern, die wir mittlerweile haben, ordentlich wieder noch mehr bauen. Nächster Bürger in 14 Runden. Da ein Sägewerk bitte. Danzig soll schneller wachsen. Das ginge hier. Wir hier für mehr Nahrung sorgen, definitiv am leichtesten. Dann haben wir einen Rambock, den verstecken wir mal hier. Der hat auch, kostet auch keinen Unterhalt, insofern ist das alles nicht so schlimm. Der Musketenpikenier, 55er Kampfstärke, 55er, der kann hier erstmal stehen bleiben oder sogar noch mal eins vorziehen, um die in Grund und Boden zu plündern. Das macht er zu Beginn der nächsten Runde. Falls man auf ihn feuert, der hält hier bitte aus. Der hat 4 Bewegungspunkte noch. Sägewerk bitte. Hier warten wir ab, ob noch eine Einheit rauszieht, auf die wir feuern könnten. So, und hier erkunden wir mal weiterhin unsere Feinde. Unsere guten Freunde meinte ich natürlich, die Osmanen. Ich hoffe, die haben gerade nicht zugehört, das wäre mir peinlich. Ein Kürassierkorps. Auf jeden Fall mit dem rüber. Richtung Osmanen. Und eine Runde weiter. Nochmal. Die Frage, wir können jetzt die Regierungsform ändern, das sollten wir auch machen. Der Nationalismus dauert 3 Runden und wir sollten die Produktionsaufträge jetzt mal kurz auf den Prüfstand stellen, denn wenn es jetzt wirklich um naturwissenschaftliche Forschung geht, kann es sein, dass wir den einen oder anderen Produktionsauftrag mal ändern in der Stadt, um uns darauf zu fokussieren. Vorher mal aber einen Blick auf die Regierungsformen. Nee, vorher erstmal ein Blick auf die kulturelle Forschung. Ist die wirklich definitiv richtig? Die Antwort ist ein Ja, weil das führt hin zu den Wohnvierteln und die helfen uns beim Ausbau der Städte. Jetzt ein Blick auf alle Bauaufträge, die wir haben. Wir beginnen mal in unserer Ex-Hauptstadt und gehen in die Mehrfachliste. Werkstatt
Wichtig für die Industriegebiete, Uni, Campus, Bibliothek, Markt ist wichtig für Handel, Händler, selber Grund, Staudamm ist wichtig für alles. Werkstatt, Händler, Handelszentrum, Monument, alles vernünftig. Kornspeicher, Kornsteicher. Das Museum dauert noch sehr lange. Da wäre die Frage. Aber da gibt es keine vernünftigen Alternativen. Hafen in Dortmund ist wichtig für ein Handelszentrum, für Goldstadtmauern in Augsburg. Stadtmauer in Augsburg, das können wir mal kurz checken, ob das wirklich Sinn macht. Ja, Augsburg ist an der Grenze, naja, machen die einen Überraschungsangriff und wir sagen, ouch, das tut weh. Oder, ja, denn so andere Gebäude kann man auch mal kaufen hier. Das ist schon okay. Mehrfachliste, Stadtmauer Augsburg, Kornspeicher, Stadtmauer, Lager in Berlin. Das könnte man auf den Prüfstand stellen. Wieso ein Lager in Berlin? Ach, das ist die Reparatur des Lagers, ne? Das ist das Lager hier. Das wird gerade repariert, denke ich mal. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke das ja. Eine Runde weiter. Blick auf die Politikkarten. Und wir nehmen die Plündernkarte weg. Das ist zwar blöd, weil wir in der nächsten Runde dann geringere Plünderungserträge haben, aber wir werden ja nur noch zwei, dreimal plündern und so super cool war das auch nicht. Also die nehmen wir raus. Dann nehmen wir rein Gold, Annehmlichkeiten, Forschung. Darum geht es uns. Die Karte nehmen wir auch auf jeden Fall raus. Wir könnten sogar uns überlegen, die Joker-Karte rauszunehmen mit dem Kampf. Denn wir werden nächste Runde Frieden machen. Wenn wir die Joker-Karte rausnehmen, können wir irgendwas anderes reinhauen. Die Karten, die zwei große Persönlichkeitspunkte bringen, die sind in dieser Phase nicht mehr so nützlich, weil das ist mittlerweile zu gering, zwei Punkte pro Runde in den Kategorien. Wir könnten aber irgendwas anderes stattdessen reinpacken. Wir könnten zum Beispiel checken, also ich mach mal die weg, die wir wegnehmen könnten und guck mal, was wir reinpacken könnten. So, jetzt haben wir eine Reihe von Plätzen frei. Eine Militärkarte. Wir wollen auf jeden Fall auf Annehmlichkeiten gehen. Das wären die Bediensteten. Annehmlichkeiten, besserer Status in den Städten bringt Boni auf alles, übrigens auch auf Forschung. Das heißt, das ist eine der wenigen Militärkarten. Ach, wir können auch die Regierungsform wechseln. Das können wir uns auch überlegen. Moment mal. Wir könnten sagen, wir wechseln jetzt in die Handelsrepublik, um uns dadurch mehr Forschungspunkte freizuschalten. Dann haben wir weniger Wohnraum in den Städten. Die Stadtmauern sind gut ausgebaut. Wir verlieren in jeder Stadt etwa einen Wohnraumpunkt. Und wir verlieren die Einflusspunkte, die wir eigentlich bräuchten für unsere Stadtstaaten. Nun stehen wir bei den Stadtstaaten aber schon sehr gut da. Insofern weiß ich nicht. Der Unterschied hier ist vor allem der, wir würden Militärkarten ausgeben gegenüber Wirtschafts- und Jokerkarten. Beim Blick auf die Boni, Produktion für Bezirke ist immer gut, 15% mehr, aber es ist nicht viel 15%. Es ist vielleicht eine Runde oder so. Und bei dem mit 10% mehr Gold in allen Städten mit etabliertem Gouverneur, da muss man berücksichtigen, wir haben vier sehr viele Städte und im Verhältnis zu ihnen sehr wenig Gouverneure. Insofern ist das nicht so doll, was wir dadurch bekommen. Es wird ein bisschen mehr Gold bringen. Also die lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, die Handelsrepublik macht dann Sinn, wenn wir feststellen, wir haben super viele coole Wirtschaftskarten, die wir jetzt gerne einsetzen würden und nicht einsetzen können. Das wäre ein Argument. Und das können wir ja mal checken jetzt. Wir gehen mal rüber in die Regierungsformen und checken mal, was wir an coolen Wirtschaftskarten haben und ob wir da so viele tatsächlich haben. Wenn wir die rausnehmen. Mehr Gold durch eine Handelswege. Wir haben 10, 11 Handelswege, 40 mehr Gold. Ja, gut. Wir hätten gerne alle mehr Wohnraum in allen Städten mit vielen Spezialbezirken. Klar, super cool. Heilige Städte Nachbarschaftsboni. Ja, vielleicht hätten wir mehr große Persönlichkeiten, wäre auch eine Möglichkeit. Campusbezirke Nachbarschaftsmoni klingt cool, aber wir haben gar nicht so viele Campusbezirke. Liberalismus wollen wir auf jeden Fall haben. Das wäre eine, die wir fest haben wollen. Mehr Kultur und mehr Wissenschaft durch internationale Handelswege klingt cool, aber ich glaube, wir haben mittlerweile immer noch ungefähr die Hälfte der Handelswege nationale und nicht internationale. Mehr Wissenschaft von Campusgebäuden klingt cool, aber das gilt nur für Städte ab 10 Bevölkerungspunkten. Da müssen wir gucken, wie viele das betrifft. Also im Augenblick sehe ich nur eine, die mich total überzeugt, das ist die Liberalismuskarte. Bei allen anderen, alle anderen, wir haben mehrere, die sind gut, aber die sind nicht sensationell.
Die Logistikkarte hier wird total unterschätzt, hilft aber immens beim Einsatz von Handwerkern, aber ist auch nicht zwingend. Ist auch nicht zwingend, kann man rausnehmen. Die Rekrutierungskarte brauchen wir. Die würde als einzige Militärkarte übrig bleiben. Also ich glaube, man könnte das machen, zur Handelsrepublik wechseln. Jetzt das letzte Argument, das mir noch einfällt, wieso man doch nicht wechseln würde. Achtung! Matzeman, mit Nachdenken und Kiba. Wir spielen jetzt friedlich, aber wie lange? Wir spielen so lange friedlich, bis wir wieder den Krieg erklären. Wann wird das sein? Wann kommen wir in den nächsten Krieg? Vielleicht gleich gegen die Osmanen? Wer weiß? Und wenn wir das machen, wollen wir dann eventuell wieder zurückwechseln zur Monarchie, um bessere Einheiten zu bekommen, nämlich um Upgrades durchzuführen bei Einheiten. Und dafür wiederum brauchen wir die Karten, durch die man billige Einheiten upgraden kann und so weiter und so fort. Also vielleicht stellt sich irgendwann die Frage, hey, lass uns doch bitte die Monarchie wieder einführen. Nur wenn wir das dann machen, Matsumen, dann gibt's Anarchie, ne? Oder? Wenn wir eine alte Regierungsform, die wir mal hatten und abgewählt genau. haben, wieder benutzen, gibt es Anarchie. Und Anarchie bedeutet mehr Runden lang, was? Genau. Drei Runden lang kein Gold, keine Wissenschaft, keine Kultur und kein Glauben. Und wer hat darauf Bock? Wer darauf Bock hat, bitte Hände heben. Ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Aber es ist Spekulatius. Ne? Das heißt dann irgendwie, ja, wenn. Ich sage mal, wir machen das so wie echte Politiker. Und wir sagen, wir denken nicht nachhaltig, wir denken kurzfristig. Hochlebe die Handelsrepublik! Sie lebe hoch, hoch, hoch! Schon passiert. Alle Argumente von Professor Pantera sind gerade verpufft. Und jetzt ändern wir und wir achten auf die Erträge oben. Wir nehmen die Karte hier raus. Wir nehmen rein. Die Rekrutierung. Wir nehmen rein. Mehr Annehmlichkeiten. Wir nehmen rein. ...40 mehr Gold könnten wir mitnehmen. Mehr Wohnraum in allen Städten mit mindestens 3 Spezialbezirken. Das könnte das von eben... Achso, 4 Glauben für den Kauf von großen Persönlichkeiten. Dann checken, wie viel das ist. Diplomatie. Ein Wohnraum pro Stadtmauerstufe. Das hatte ich komplett vergessen. Die kommt jetzt neu dazu. Das ist die Karte, die wir jetzt neu dazu bekommen. Damit haben wir die wieder drin, im Wohnraum. Das hatte ich komplett nicht auf dem Schirm. Das ist doch cool. Jetzt haben wir den Monarchie-Bonus wieder drin. Das ist die Erinnerungskarte, weil wir so lange die Monarchie hatten. Deshalb haben wir diese Karte jetzt. Und jetzt ist das Einzige, wo wir von der Monarchie wirklich fest von überzeugt waren, wieder drin. Und das sieht doch jetzt gut aus. Wir bekommen ganz viel Glauben für den Kauf von großen Persönlichkeiten. Das Einzige, was man machen könnte, ist vielleicht die heilige Stätte nochmal wegnehmen. Wenn wir sagen würden, wir wollen doch mehr Wissenschaft zum Beispiel haben. Campus Boni und so. Aber ich glaube, das ist nicht viel. Mehr Wohnraum in allen Städten mit 3 Spezialbezirken. Wir setzen lieber auf ich glaube, das brauchen wir. Das betrifft nicht so viel. Das hat man schon mal nachgeguckt. Das sollte nicht so viele sein hier. 10 Wissenschaft. Ich guck mal nach, wie viele internationale Handelsrouten wir haben. Wir haben 5 nationale und 4 internationalen und die 5 nationalen laufen noch 2-stellige Rundenzahlen. Und jetzt schauen wir mal nach, wie viele Campus-Distrikte wir haben in unseren Städten und welche Boni die haben. Wir gehen auf die Kartensuche. Und lassen uns die Campus-Distrikte bei uns anzeigen. Und schauen mal, wie viele das sind. Hier haben wir einen. Campus 3. Da zählen aber die Bibliothekspunkte
Nee, der Campus selber bringt einen Wissenschaftspunkt nur. Oder kommt der Wissenschaftspunkt durch die Bibliothek her? Ich glaube, Das der ist der kommt durch. Nachbarschaftsbonus vom Berg. Wovon? Von dem Berg dann Ja, nochmal. stimmt, du hast recht, der Berg, genau. Denn das heißt, Bibliothek wird nicht angezeigt. Das sind die Punkte, die selber generieren. Eins. Hier sind es drei, also vier. Hier sind es vier. Und das war's schon. Wir haben kaum Campus-Distrikte. Hier oben haben wir einen, der ist mal noch im Bau. Und der ist fertig und der gibt drei. Das ist alles sehr dürftig. Was wir jetzt noch checken könnten, wäre, wie viele Städte drei Spezialbezirke haben und dadurch zwei Wohnraumpunkte haben. Bekämen mit dieser einen Karte. Buda würde bitte. Wir können unten auf den Wohnraum gucken, ne? Wir bekommen jetzt einen Wohnraum gleich dazu. Durch die Monarchiekarte. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich gehe einmal durch alle durch. Hier hätten wir nur zwei Bezirke. Kasan wäre nicht betroffen. Pest wäre betroffen. Die würden zwei Wohnraum bekommen. St. Petersburg würde zwei Wohnraum bekommen. Posen auch. Doch, das sind viele. Das sind gerade die Eroberten, die haben ganz viele. Ja. Das macht Sinn. Okay, bin überzeugt. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben hin, in die Regierungsform. Hatten die Politikkarten geändert? Nehmen die Wohnraumkarte hier rein. Nehmen die Geldkarte fürs Militär rein. Nehmen bei der Wirtschaft rein. Mehr Gold durch Gebäude in Handelszentren bringt noch nicht viel. Und irgendwo haben wir noch eine. Genau. Der Liberalismus für die Annehmlichkeiten. Gold durch Handelswege. Etablierte Gouverneure liefern. Nee, das ist Quatsch. Und die Medina-Viertel. Plus zwei Wohnraum in allen Städten mit mindestens drei Spezialbezirken. Das sind unsere drei Karten. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt an Gold generieren, wenn wir die alle einführen. Wir könnten eventuell sagen, ist ja bei den Diplomatiekarten, um zu kompensieren, dass wir jetzt weniger Einfluss generieren, die plus zwei Einflusspunkte wieder reinnehmen. Aber gerade die macht eigentlich Sinn in Kombination mit der Monarchie, plus 50% Einflusspunkte. Ich würde das so lassen, ich würde das mit der Goldkarte lassen, ist sehr viel Gold. So machen wir das jetzt mal. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Gold wir bekommen. 287. Das ist. So viel wie vorher, ne? Ne, wie viel hatten wir vorher? Irgendwas auch im 200er Bereich. Ich weiß noch nicht mehr, wie viel. Ich glaube, 220, kann das sein? Wisst ihr das noch? Wie viel das vorher war? Gucke ich gleich mal nach. Auf jeden Fall sollte das so eigentlich stimmen. Ich mache mal für die YouTube-Zuschauer einen Stopp der Aufzeichnung und in der Aufzeichnungspause gucke ich nach, wie viel es im Video, wie viel es war, bevor wir die Regierung gewechselt hatten. Dann sage ich das zu Beginn der nächsten Aufzeichnung.